Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich die Totenschädel und den Raben. Das Weiß habe ich schon mal vorgelegt. Weiß und Schwarz als Opaktöne. Der Rest der Farben sind Candy Colors als transparent. Und als Untergrund nutze ich wie immer das Chromalux Cardboard. Also das ist ein schwerer Karton, der glänzend versiegelt ist. So ist der jetzt ideal zum Üben, wenn man auf Motortanks oder Metallteile arbeiten will. Hat man damit das beste Gefühl, weil keine Farbe in den Karton eindringt, sondern oben bleibt. Damit natürlich auch selbstständig Fehler, wenn man zu viel Farbe gibt, auch sofort bestraft werden bei dem Karton. So, das war jetzt das erste Schwarz. Jetzt kommt die Schablone Nummer 3 mit dem dunklen Grau. Wenn man natürlich das in Farbe machen kann und will, kann man natürlich auch in diesen Schritten jetzt Violett und Magenta nutzen, in diesen beiden Schritten. Dann kriegt man halt noch feinere Brauntöne hin. Ich werde das jetzt gleich freihand über das Grau machen. So, ich nutze jetzt ein transparentes Hellbraun für diese Hauttöne und das Beige der Tonköpfe. Dann mische ich mir was aus 90% Gelb und 10% Violett, so in dem Dreh. Und jetzt nutze ich das Magenta. Das ist also perfekt zum Abschattieren. Wobei man jetzt noch anschließend noch mal eine Schicht des Hellbrauns drüber legen muss, damit es nicht rosa wirkt, sondern halt diesen Brauntoneffekt hat. So, und abschließend kommt jetzt das Highlight Weiß. Das ist jetzt so ein Heißluftföhn, weil alle Farben bei mir zumindest hier auf Gelbtonbasis sind flüssiger als die anderen und brauchen länger zum Trocknen. So, das ist jetzt das Highlight Weiß. Und jetzt kriegt alles den weißen Farbton. Weil ich jetzt volle Deckkraft auf die Zähne lege und jeweils auf die Seite, wo nachher das Highlight oben am Schädel ist. Und theoretisch könnte man jetzt nochmal mit dem Hellbau drüber gehen, dass das nicht so stark raussticht. So, und jetzt kommt der Rabe oder die Krähe. Da ich jetzt nur ein leichtes Grau brauche, gehe ich einmal quasi mit der Vorlegeschablone einmal leicht rüber, dass ich Anlagepunkte habe für die folgende Schwarzschablone. Und dann fülle ich diese Schablone vollständig schwarz aus. So, jetzt will ich den Vogel abdunkeln.
und habe eine extra Schablone, um den Kopf und Schnabel abzudecken, dass da also keine Farbe drauf kommt. So kann ich jetzt den Hintergrund einigermaßen abdunkeln. Und der Kopf, der bleibt halt ein bisschen heller und sticht ein bisschen mehr heraus und sieht dann halt auch detailreicher aus. So, jetzt kommt das Highlight Weiß dazu. Auch da habe ich jetzt wieder so, dass ich die Reflexion des Auges und den Schnabel heller mache und den Rest einfach nur leicht mit Weiß reingehe, dass ich halt noch zusätzliche Details bekomme, ohne dass ich das zu hell bearbeite. Und jetzt decke ich nochmal den Kopf ab, um nochmal das Weiß ein bisschen abzutönen. Und ich lasse nur, dass die Flügelspitzen und der Kopf ein bisschen heller bleibt. Jetzt wird das Ganze abgedeckt. Wie man gesehen kann, ist jetzt nochmal Farbe für das Innere des Schnabels und auch das Auge nochmal kann man da reinsetzen. Ich decke aber erstmal alles ab. Und lege dann einfach einen einfachen Hintergrund vor. Und hier lege ich nochmal den Schatten hinter den zweiten Totenschädel. So, weil jetzt die einzige Farbe, die ich bis jetzt benutzt habe, jetzt halt so ein braun-orange ist bei den Schädeln, nutze ich jetzt halt Komplementärkontrast. Das heißt also, das ist quasi die Mischfarbe, also wenn man die drei Grundtöne hat, das Cyan, Magenta und Gelb, dann ist jetzt das Orange halt die Mischung aus Magenta und Gelb und das Übergebliebene von der Grundfarbe, das Cyan, also das Hellblau, wäre dann der Komplementärkontrast. Und den nutze ich jetzt, weil dann die Farben sich gegenseitig schön hervorheben. So, dann habe ich noch mal so eine Schablone mit Sträuchern. Einfach nur, dass da so ein bisschen im Hintergrund noch eine Struktur ist. Ein bisschen den Boden auch noch machen. Und jetzt kann ich noch mal den Schatten anlegen unter den Totenköpfen. Und jetzt kommt das transparente Hellblau zum Einsatz. Und ich gehe über alles rüber. Vorteil von transparenten Farben ist, dass sie immer das Weiß brauchen zum Wirken, zum Arbeiten. Und alles, was schwarz oder dunkel ist, bleibt halt in dem Farbton. Und auch da, wo nur wenig weiß ist, das wird dann automatisch durch das hintergründige Schwarz auch abgedunkelt, sodass man halt eine größere Vielzahl von Farben hat, wenn man so arbeitet. Und das war jetzt nochmal das Hellbraun und das Magenta für das Innere des Schnabels und das Auge. So, jetzt nutze ich so einen Grunge-Effekt, um noch so ein bisschen Struktur reinzubringen. Das heißt, überall da, wo ich diese Highlights gemacht habe, setze ich da noch so ein paar zusätzliche Details rein. Das kann man natürlich auch noch mit dem Schwarz machen und alle grauen Flächen nochmal so leicht bearbeiten. Hängt dann immer davon ab, wie viel Zeit man da noch investieren möchte.
Und jetzt denke ich noch einmal kurz einfach machen, Highlight hinter den Schädel. Dann wäre das Bild auch schon so fast fertig. Wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren, könnt es positiv bewerten. Und auf meinem Kanal, wo ich mit Airbrush Schablonen arbeite, sind mittlerweile über 800 Filme. Bis dann. Ciao.